Der Kunde hat 30.000 Euro für einen Wohnwagen ausgegeben und kann ihn nicht nutzen. Ne, wir machen gar nichts, keiner, sondern Schalter fängt die Lampe automatisch an sich zu dimmen. Wird immer heller, geht einmal aus und jetzt geht die Kirmes richtig los. Wir reden hier nicht mehr von 1.000 Euro, von 2.000 Euro, sondern von etwas mehr. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Wohnmobile Silbert. Mein Name ist Martin Silbert. Heute gehen wir auf das Thema ein Gewährleistung, beziehungsweise wir erzählen eine Geschichte zu einem Gewährleistungs- oder eigentlich Garantiefall eines Wohnwagens von einem Kunden, der dessen Wohnwagen hier hingebracht hat, dessen Wohnwagen wir reparieren sollen, weil er von seinem Händler, Vertragshändler, wo er ihn gekauft hat, weggeschickt wurde. Und zwar habe ich irgendwann im März oder Ende Februar, Anfang März einen Anruf bekommen. Herr Silbert hier, wir haben einen Wohnwagen, hat mir die Geschichte erzählt, zu der wir gleich noch kommen. Da geht das Licht nicht mehr aus, beziehungsweise sofern wir dem Wohnwagen Strom geben, ich mache jetzt eine kleine Kurzfassung, sofern wir dem Wohnwagen Strom geben, fangen an die Lichter eine Kirmes zu spielen. Das heißt Lampe A, B, C, D, E, F, G gehen alle an und flackern und tun, also es war wie auf einer Kirmes, gingen die Lampen hin und her an und aus. Man konnte nichts mehr steuern, das heißt auch die Lichtsteuerung im TFT-Bedienpanel hatte keine Funktion mehr, genauso wie die ganze Steuerung über die Schalter gingen alle nicht mehr. So, wir sind jetzt kein Vertragshändler, das heißt wir können das nicht über die Garantie von dem Hersteller abrechnen. Wir können lediglich dem Kunden eine Rechnung schreiben und dass er es bezahlen soll. Allerdings, man muss dazu erwähnen, ich bin ein Mensch, ich repariere lieber statt zu ersetzen. Das heißt, wir gucken erstmal, kann man das Ganze noch reparieren? Woran liegt es überhaupt? Die Ursache, dass das passiert ist. Und ich bin auch ein Mensch, wenn ich mir was im Kopf setze, dann höre ich erst auf, wenn es fertig ist. So, es gibt für mich keinen Ausweg, immer geradeaus und bis es fertig ist, bis wir echt durch sind und das Thema erledigt haben. Ne? Das ist aber meine persönliche Meinung oder mein persönliches Einsetzen in dem Falle. Naja, nichtsdestotrotz haben wir einen Anruf bekommen, dann wurde mir die Geschichte erzählt, was so passiert ist. Und zwar hat der Kunde einen Wohnwagen nagelneu gekauft. Wir reden hier im Preissegment von ungefähr 30.000 Euro. Fakt ist, er war dann einmal beim Händler, wo er ihn gekauft hat, auch nicht um die Ecke, man muss dafür einige Kilometer fahren. Aber gut, das ist halt so, hat er den Wohnwagen hingebracht und dann haben die erstmal die Lichtplatine ausgetauscht. Und danach hat es auch wieder wohl für einige Zeit geklappt. Wir reden hier nicht von einer langen Zeit, von echt einer kurzen Zeit, im Vergleich dazu, dass eine neue Lichtplatine drin ist. Ich weiß nicht, wie lang genau, ich schätze mal so ein halbes Jahr, das habe ich aus dem Kopf. Auf jeden Fall sind sie irgendwann dann nach Hause gefahren und dann fing die Kirmes wieder an. Das heißt, der hatte den Wohnwagen einmal beim Händler, ungefähr ein Jahr nach Kauf, hat einen Garantiefall gemeldet, der Händler hat den Garantiefall behoben und anschließend hat er das Fahrzeug abgeholt, hat es wieder genutzt und anschließend kam der gleiche Fehler nochmals. Also, was war Sache? Wieder zum Händler gefahren. So, damals war bei dem Händler wohl noch ein Werkstattmeister, hat sich dem Fall gewidmet oder die haben sich dem Fall gewidmet, stand beim Händler 3 Monate auf dem Hof und der Händler hat wohl nichts gemacht. Laut Aussage des Kunden. Wie gesagt, ich kann nur das erzählen, was ich gesagt bekommen habe und gebe das mal so weiter. Naja, Fakt ist, das Fahrzeug stand beim Händler, wo er 30.000 Euro ausgegeben hat, der Kunde beim Händler, auf dem Hof und der Händler hat nichts mehr gemacht. Der Werkstattmeister, der sich dem Fall gewidmet hatte, war auch mittlerweile nicht mehr im Betrieb, so wie ich mitbekommen habe. Hat auf jeden Fall dem Kunden dann gesagt, du, wir machen hier gar nichts. Naja, wurde auf jeden Fall dann ohne das, was behoben wurde, heimgeschickt. War dann eine ewige Diskussion, ne? Ich meine, der Fehler war immer noch da, der Kunde hat 30.000 Euro für einen Wohnwagen ausgegeben und kann ihn nicht nutzen, weil was soll er machen, wenn das Licht die ganze Zeit hin und her flackert, kann man weder drin schlafen noch sonstiges machen. Kurze Anmerkung am Rande, wir haben fast die 1.000 Abonnenten geschafft, vielen lieben Dank dafür, ich würde mich freuen, wenn ihr weiter den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, damit ihr nichts verpasst. Bei 1.000 Abonnenten lassen wir uns vielleicht ein kleines Special einfallen lassen, ein kleines Gewinnspiel oder sonstiges. Ansonsten bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem Video. So kam der Kunde dann auf uns, weil er will den Wohnwagen natürlich weiterhin nutzen. Er braucht den Wohnwagen und hat mich dann gefragt, kannst du dir das mal anschauen, Martin? Ne? Kannst du dich dem Fall widmen? Wie gesagt, ich bin kein Vertragshändler von Hobby, wir sind markenfreier Händler. Ich sage immer, ich mache alles für den Kunden, ob ich eine Wasserpumpe tausche oder eine Seitenwand tausche, ich mache alles. So, dann hat er den Wohnwagen hierher gebracht und habe ich mir das Ganze mal angeschaut.
Was schon sehr kurios war. Es war tatsächlich so, wir haben dem Wohnwagen Strom gegeben, egal ob 12 Volt oder 230 Volt, und auf einmal fingen an, alle Lichter zu schalten. Man hört ja in einem Relais hin oder in der Lichtsteuerung Relais, das heißt, gehen wir dem Strom drauf, hört man die ganze Zeit klackern, dass die Lichter angehen. Da hat eine permanente Kirmes, also man hat tak, 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 ganze Zeit hin und her gehört, dass die Lichter an- und ausgehen, und dann haben die gedimmt und naja, das war auf jeden Fall erstmal der Punkt. Für mich war es in erster Linie wichtig zu gucken oder rauszufinden, woran lag es denn? Weil wir können natürlich jetzt wieder alles tauschen, aber wenn es in einem halben Jahr wieder passiert, ist das ja nicht Ziel und Zweck einer Reparatur. Das Ziel ist ja, dass wir den Fehler beheben, wo die Ursache herkommt. Ne? Wo hat ja schon mal eine neue Lichtplatine bekommen, wenn wir jetzt wieder eine neue einbauen und es sollte dann klappen, ist es ja trotzdem nicht davor geschützt, dass es nicht nochmal passiert, weil es ist ja schon mal passiert. So. Naja, auf jeden Fall war das eine lange Prozedur. Wir haben Ewigkeiten und stundenweise gesucht, geguckt, jedes einzelne Kabel abgesucht. Vielleicht, wir haben gedacht, okay, vielleicht hat irgendjemand eine Schraube vielleicht ins Kabel gejagt oder keine Ahnung, falsch angeschlossen oder. Also ich kann es echt nicht, ich will nicht erwähnen, was wir alles gemacht haben, weil das wird sich hier in die Länge ziehen. Irgendwann war natürlich auch... das kann ich offen und ehrlich erzählen, irgendwann war natürlich auch der Punkt erlangt, bei mir selber, in meinem Kopf, wo es mir nicht mehr darum ging, das Ding jetzt zeitgemäß oder schnell zu reparieren, sondern ich wollte diesen Fehler finden. Ich wollte mich selber, das ging nicht aus meinem Kopf, mir und meinen Monteuren auch nicht. Wir waren daheim oder wir hatten Feierabend und dieser Wohnwagen ging nicht aus meinem Kopf. Ich bin dann teilweise abends um 22, 21 Uhr nochmal in die Firma gefahren, weil mir irgendeine Idee eingefallen ist, wo ich dachte, guck mal danach, mach mal den Stecker ab, probier's mal so und so. Also es waren ewig viele Stunden in meinem Kopf und allgemein auch im Fahrzeug vergangen. Und wir haben diesen Fehler nicht finden können. Also es waren gefühlt schon 30, 40 Stunden vergangen in dem Wohnwagen, wo wir zu zweit oder alleine beschäftigt waren. Es war ein Elektro, also aus dem Bekanntenkreis war ein Elektromeister da, waren so viele Leute, Freunde, Bekannte, die Elektriker sind und so weiter und so fort. Teilweise sogar mal Mitarbeiter, die extrem viel an Hobbys geschraubt haben und so weiter und so fort. Waren alle hier, haben sich das alle mal angeschaut, aber haben alle nicht den Fehler finden können. Auf jeden Fall kam man dann irgendwann zum Punkt, wo ich gesagt habe, du, die Saison ging natürlich jetzt auch los, ne? Die Winterzeit ist vorbei, Saison ging los, das erste Quartal war eh schon sehr stark und viel zu tun, wo ich dann gesagt habe, du, Fehlersuche ist vorbei, wir können jetzt echt nur noch austauschen. Oder das, was ich jetzt nächstes machen würde, wäre jetzt einfach wieder die neue Lichtplatine zu verbauen, die ich mittlerweile in- und auswendig kannte, nachdem ich das ganze Ding durchgemessen und gesucht habe. Und auf jeden Fall haben wir dann eine neue Platine bestellt, haben diese auch eingebaut. Und da war erstmal eine Erleichterung für mich, als die neue ankam. Dachte mir, okay, komm, das Thema ist dann erledigt mit der neuen Platine, warten wir einfach mal ab. Haben dann Strom auf die Platine gegeben oder halt das System wieder angeschlossen. Siehe da, es klappt immer noch nicht. Dann war der Punkt erreicht, wo ich dachte, okay, ich will jetzt kein Wort sagen, aber okay. Ich habe den Kunden dann irgendwann auch informiert, habe gesagt, du, das ist Sache. Habe ihm natürlich auch vorher informiert, so die Lichtplatine und so weiter, der kostet so und so viel Geld. Du musst mir sagen, sollen wir das machen oder sollen wir es nicht machen? Weil eigentlich hast du einen Garantieanspruch darauf, aber ich kann es halt nicht über Garantie abrechnen. Also, ne, du musst meinen Stundensatz bezahlen. Ich habe ja auch offen und ehrlich gesagt, die ganzen Stunden, die wir jetzt ins Suchen vom Fehler hatten, will ich dir nicht berechnen, weil es dann echt schon Ehrgeiz von mir war. Aber die Lichtplatine mit dem Austausch muss ich dir in Rechnung stellen. Hat er gesagt, ja, kein Thema, mach. Ich will nur, dass mein Wohnwagen funktioniert und alles Weitere kümmere ich mich dann drum, ne, mit Garantie und so weiter. Okay, kein Thema. Lichtplatine getauscht, leider ein Fehler nur bedingt behoben. Über 12 Volt klappt es jetzt, über 230 Volt klappt es nicht, zumindest nicht so, wie wir uns das vorstellen. Dann haben wir auch lange, oder ich habe selber dann mich viel informiert, mit vielen Leuten geredet, gequatscht, mit dem Platinenhersteller, mit dem Wohnwagenhersteller, mit jeglichen Leuten, die mal irgendwie in der Branche zu tun hatten, die mir schon nochmal einen Rat geben können, weil es sind schon echt viele Stunden draufgegangen und wir wollen jetzt echt mal zum Ende kommen, die Saison geht los und der Kunde will in den Urlaub fahren. Naja, nichtsdestotrotz habe ich dann langes Gespräch mit dem Hersteller auch geführt oder mit dem Sachbearbeiter beim Hersteller oder mit der Leiterin, sage ich jetzt einfach mal da. Und sind alle Optionen durchgegangen. Also wir hatten da echt nochmal langes Gespräch, wo sie gesagt hat, probiert mal das. Haben wir alle schon durchgetestet, hat nach wie vor nicht geklappt. Und dann war eigentlich nur noch die einzige Lösung,
auszutauschen, also was ich halt echt ungern mache, weil warum sollen wir was austauschen, wenn es funktioniert, aber irgendwo muss ja dieser Fehler herkommen. Und dann sind wir jetzt an den Punkt gelangt, wir haben Mitte April, sind wir an den Punkt gelangt, wo wir jetzt tatsächlich alles was ich jetzt noch machen kann, ist Sachen austauschen. Also ich kann nichts mehr verfolgen, weil ich habe jedes Kabel 10-mal durchgesehen, wir haben jeden Anschluss kontrolliert, jeden Schalter, Stecker kontrolliert, durchgemessen und es passt überall. Oder es gibt das, was es ergeben soll. Die Kabel so lange verfolgt, sofern es ging, und das sah auch alles sauber und ordentlich aus, und alles, was wir jetzt noch machen, ist austauschen. Das heißt, wir tauschen von Dometic den Umschalter, also den Wechselrichter, sage ich jetzt einfach mal aus. Wir tauschen das Ladegerät aus, obwohl das Ladegerät erst nach der Lichtplatine kommt, aber ich kann es nicht erklären. Wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo wir echt einfach nur noch austauschen. Ich habe den Kunden auch informiert, dass wir das jetzt, oder ich habe ihn vorher natürlich gefragt, sollen wir das machen? Und der Kunde hat dem zugestimmt, weil es ist keine günstige Angelegenheit. Also wir sind allein schon bei der Lichtplatine bei ewigen 100 Euro. Und jetzt kommt noch der Umformer dazu, es kommt noch das Ladegerät vom Hersteller dazu. Und das Ganze geht natürlich in die Kosten plus der Austausch. Ich meine, ich kann meinen Monteuren das auch nicht umsonst machen lassen natürlich. Und wir reden hier nicht mehr von 1000 Euro, von 2000 Euro, sondern von etwas mehr. Und dann bin ich mal gespannt, ob mir das Ganze so beheben können. Was ich aber mit dem Video hier sagen oder machen oder erreichen will, ist nicht die Reparaturgeschichte oder was dran ist, aber jetzt einfach nur die Story, was passiert ist, sondern die Sache mit der Gewährleistung und der Garantie. Würde mich mal hier eure Meinung interessieren, was ihr dazu sagt, wie der Kunde da behandelt wurde von seinem Vertragshändler, wo er das Fahrzeug neu gekauft hat. Ich finde es halt, wenn die Story so stimmt, etwas schade, weil wir machen uns als Händler damit einen Ruf kaputt. Und ich persönlich sage immer hier, wenn ein Fahrzeug hier rausgeht, ne, wir verkaufen Gebrauchfahrzeuge, da wird viel gebastelt an so von Gebrauchfahrzeugen, von Vorbesitzern. Wir versuchen das Ganze wieder ordnungsgemäß, sag ich mal, so über die Bühne zu bringen, dass das Fahrzeug echt hier raus. Also wenn ich ein Fahrzeug verkaufe, wird das von mir oder von uns durchgecheckt. So, der Kunde wird bei Abholung nochmal eingewiesen, das Fahrzeug. Und wenn dann in einem Jahr, in einem Gewährleistungsjahr was dran ist, dann kümmern wir uns darum. Das Fahrzeug, oder wir verdienen ja auch Geld mit den Dingen. Die Leute investieren hier viel Geld, ne, in Freizeitfahrzeuge, was ein Luxusgut ist. Und mir ist es wichtig, dass die Kunden rausgehen und sagen, okay, passt alles. Ich kann auch nicht hinter den Motor schauen, ich kann auch nicht hinter die Elektrik schauen. Ich kann das Ganze nur ordentlich durchchecken, was wir machen, kann Dinge beheben. Und wenn was dran ist, redet mit mir. Ne? Ärgert euch nicht. Das passiert, ich kann nicht hell sehen, ich kann nicht garantieren, dass ein Motor jetzt auch die nächsten 20.000 Kilometer läuft, das kann keiner garantieren, aber wenn was dran ist, sagt mir Bescheid, wir kümmern uns. Also ich glaube, es gab bis dato noch keinen einzigen Kunden bei mir, wo ich gesagt habe, du selber schuld. Aber nichtsdestotrotz, bin ich persönlich der Meinung, der Händler hätte anders reagieren sollen, er hätte sich dem Fall widmen sollen, hätte den Kunden nicht abwimmeln sollen, egal wie schwer oder wie langfristig der Schaden ist, weil meiner Meinung nach gehen mittlerweile viele Händler hin, beheben nur die einfachen, schnell zu erledigten Dinge oder schnell zu erledigen Dinge, aber diese großen Bauprojekte, und da haben wir einige von, die dann zu uns kommen, weil der Händler das nicht mehr macht oder keine Zeit hat, wimmeln sie ab, finde ich etwas schade. Nichtsdestotrotz haben wir uns dem Fall gewidmet. Ich habe es angenommen, während der bei vielen anderen Händlern abgelehnt wurde, weil das Fahrzeug noch eine Garantie ist. Und er gesagt hat, ich fasse das nicht an, schick es zum Händler, wo du es gekauft hast. Ja, das war einfach mal so ein kleines Statement zur Sache Gewährleistung, Garantie und was hier passiert. Ich würde sagen, wir gehen auch mal raus. Viel auseinandergebaut. Wir haben, wie gesagt, alles mal durchgemessen, geprüft, geschaut. Ich zeige euch einfach mal, was passiert. Vielleicht habt ihr noch eine Meinung, woran es liegen könnte, würde mich auch mal interessieren. Und wenn ihr Erfahrungsberichte habt, wie das war bei meinem Händler so, das war bei meinem Bekannten so, das habe ich mal so gehört, schreibt es gerne in die Kommentare. Mich würde es echt mal interessieren, wer da schon negative Erfahrungen gemacht hat oder auch gerne mal positive Erfahrungen. Vielleicht schreibt ihr der ein oder andere Kunde von mir mal was in die Kommentare, wo er mal Erfahrungen mit mir gemacht hat. Ansonsten schauen wir uns das Ganze mal an, gucken mal, was Sache ist, und ich erzähle euch ein bisschen dazu, was wir bisher schon gemacht haben oder was man da machen kann und was noch gemacht wird. So, hier sind wir draußen vor dem Wohnwagen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Ich erzähle euch ein bisschen was, zeige euch ein bisschen was. Nicht wundern, es ist sehr unordentlich, weil wir alles auseinandergenommen haben, wo Kabel entlang laufen könnten und entlang laufen und natürlich alles geprüft haben. So, kommt rein in die gute Stube.
Und zwar, wie gesagt, ist das Fahrzeug noch relativ neu. Hier liegt zum Beispiel jetzt die alte Lichtplatine, die an sich echt tippitopp aussieht. Gibt jetzt nichts, wo man sagen könnte, okay, hier sieht man das, was dran ist. Die liegt hier, haben wir auch noch da. Neue Lichtplatine haben wir eingebaut, wie erwähnt. Und wenn man hier mal reinschaut, sieht man echt, wir haben das Ganze drumherum mal auseinandergenommen und geprüft. Und wenn man jetzt nochmal schaut, hier hat der Händler nochmal Zettelchen gemacht, wo er die Kabel notiert hat, wo er die Nummer notiert hat, die ja den Kabel nochmal stehen. Wir haben die Lichtplatine jetzt schon mal getauscht. Da kommen wir gleich mal zu einem Punkt, wo man sieht, wie das Ganze hier dann funktioniert. Dometikumformer kommt jetzt dran oder kommt jetzt neu. Unten das Laderad kommt jetzt neu. Der Solarregler wird, wie gesagt, immer auch noch dran, wird wahrscheinlich ausgetauscht und zeigt einen Fehler an, E15, da bin ich jetzt aktuell aber noch mit dem Hersteller dran. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie es über 12 Volt funktioniert oder was wir so machen, wenn wir jetzt einfach mal Saft in den Wohnwagen geben. Das heißt, wir machen Trennschalter an. Dann passiert Folgendes, wir können jetzt zum Beispiel, wenn wir hier mal schauen, jetzt wird es ein bisschen eng, aber vielleicht kriegen wir es drauf, haben wir hier das TFT-Bedienpanel und hier können wir ganz normal die Lichter steuern. Um es mal ganz kurz zu zeigen, vielleicht drehen wir uns hier gerade einmal, sieht man hier gleich den Punkt über 12 Volt, klappt die Lampe einwandfrei, das heißt die Lampe tut hier seinen Dienst, die leuchtet so wie sie leuchten soll. Ich habe jetzt die Schalter alle abgeklemmt, deswegen kann ich sie nicht direkt am Schalter abmachen, weil wir geguckt haben, liegt es vielleicht an dem Schalter selber. Aber wir können sie hier, was wir vorher nicht konnten bei der alten Platine, konnten wir hier, jetzt können wir hier die Lichter wieder steuern, können die Lichter an- und ausmachen, egal wo. Das heißt, will ich jetzt in der Küche Licht, geht in der Küche Licht an. Will ich jetzt hier im Schlafzimmer Licht, geht im Schlafzimmer das Licht an. Will ich jetzt hier sonstiges Licht haben, kann ich alles an- und aussteuern. Funktioniert alles einwandfrei. So, das heißt 12 Volt klappt einwandfrei. Was heißt das für mich in erster Linie? Es kann eigentlich nicht an einem Kabel liegen oder so, weil es funktioniert ja über 12 Volt. Jetzt machen wir mal die Batterie wieder aus, wir machen die 12 Volt Versorgung aus und machen mal Strom dran und dann seht ihr mal, was dann passiert. So, schließen wir das Ganze jetzt mal am 230 Volt, also am Strom an. Obala, jetzt muss ich noch treffen. So, sehen wir jetzt hier, die Lampe geht automatisch an, ohne dass wir das machen können. Und kurz einen Moment später, ohne dass ich was bewege oder dass ich was drücke, geht die auch wieder aus. Ja, ging aus. Naja, aber das dauert ein bisschen, ne? Man sieht es ein bisschen. Was viel lustiger ist, ist dann tatsächlich hier die Lampe. Und zwar, wenn man das Ganze so beobachtet, ne? Wir machen gar nichts, keine so einen Schalter, fängt die Lampe automatisch an sich zu dimmen. Wird immer heller, geht einmal aus und jetzt geht die Kirmes richtig los. Aus, an, dimmt sich ein bisschen und das gleiche passiert mit der Außenlampe, nur dass die Außenlampe sich nicht dimmen lässt. Naja, und wir haben mittlerweile schon alles durchgeprüft. Die Lampe ist einwandfrei, die Leitungen sind einwandfrei, Lichtplatine ist nagelneu und da sind wir jetzt noch dran. Wir gucken, woran es liegt. Und das haben wir nur bei 230 Volt. Über 12 Volt klappt das einwandfrei. Wir können es auch über das Bedienpanel. Vielleicht kriegt man es jetzt auf dem Video drauf. Sieht man ja jetzt hier, was aktuell passiert. Das heißt, gehen wir hier auf die Steuerung. Fängt er immer automatisch an, Lichter an, auszumachen. Und ich kann hier auch nichts machen. Das heißt, ich krieg die auch nicht hier drüber aus. Nur wenn sie dann einmal an. Also keine Chance. Wir können jetzt die ganzen anderen Lichter normal steuern. Nur die Lampe hier nicht. So, ich mache jetzt auch mal das Stromnetz wieder zu oder aus, damit da nichts weiteres passiert. Weil meine Befürchtung ist, wenn wir das jetzt die ganze Zeit so laufen lassen, wird die Platine irgendwann wieder einen Schaden erleiden. Drum lassen wir das echt immer nur ganz kurz laufen, um zu prüfen, ob mir das geklappt hat oder nicht, was wir immer vorgehabt haben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal rein. Ja, das war es soweit zum Fahrzeug oder zu der ganzen Geschichte an sich. Mich würde persönlich nochmal interessieren, wie würdet ihr als Kunde vorgehen? Ich meine, dass jeder Kunde verärgert ist, wenn er 30.000 Euro ausgibt und das Fahrzeug nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand bekommt. Da kann man nur verärgert sein, aber wie würdet ihr vorgehen? Würdet ihr zum Anwalt gehen? Würdet ihr dem Händler das Fahrzeug wieder auf den Hof stellen? Würdet ihr es auf eigene Faust versuchen? Oder? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Mich würde hier eure Meinung interessieren. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und sage bis zum nächsten Video, euer Martin.